slipping, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the line when I kiss her. If you want to. Guten Morgen, es ist kurz vor sechs, die anderen schlafen alle noch. Ich habe schon wach gelegen, ich konnte nicht mehr schlafen. Ich weiß nicht, vor Aufregung, ich war auch zigmal heute Nacht wach, musste aufs Klo und ich freue mich, dass es jetzt losgeht, dass ich endlich aufstehen konnte. Jetzt gibt es einen Kaffee und ein bisschen was zu frühstücken und ich hoffe, dann können wir schnell starten. Es ist viertel vor sieben, wir machen uns auf den Weg nach Palma. Nur wenn, schneidet mich bestimmt nur wenn du was Lustiges sagst. Okay. Nein. Ja, wir haben einen Parkplatz gefunden. Wir sind zwar nicht da, wo wir nicht parken wollten, aber passt schon. Und sind wir guter Dinge? Ja, ne? Alle ein bisschen positiv, aufgeregt. Top. Ja. Es wird auch gerade hell. Und noch ist es angenehm kühl. So könnte das eigentlich bleiben. Ja, aktuell ist der Himmel sogar bedeckt. Da oben, so kann das von mir aus gerne bleiben, aber ich fürchte, so bleibt das nicht. Ja, letztes Statement vor der Taschenabgabe. Ich werde jetzt gleich aufgeben und mich dann langsam zum Start machen. Wenn das Wetter so bleibt, das wäre echt super. Aber die Sonne, die steigt natürlich und wird die Wolken hier vertreiben. Ich werde meine Zielzeit von 3:30 anpeilen. Ich hoffe, der Pacemaker ist dann auch bei mir im Startblock. Wenn nicht, sehe ich ein bisschen alt aus und werde dann einfach nur nach Gefühl laufen. Und ja, ich bin guter Dinge vor dem Lauf und freue mich. An dieser Stelle habt ihr bestimmt ganz tolle Zielfotos von mir erwartet. Und in der Tat war ein Ziel von mir auch nicht so abgekämpft, wie letztes Jahr nach dem Köln-Marathon ins Ziel zu kommen. In gewisser Weise habe ich das auch erreicht. Ich bin nicht so abgekämpft ins Ziel gekommen, einfach weil ich gar nicht ins Ziel gekommen bin. Ich habe den Marathon gestern nämlich abgebrochen, und zwar nach 20 Kilometern, weil ich einfach schon nach 10 Kilometern total fertig war und mit jedem Schritt gekämpft habe. Und nach 20 Kilometern wäre es halt in die nächste Runde gegangen. Und da habe ich mir dann ernsthafte Fragen gestellt, warum ich das überhaupt tue. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ob ich das Ganze jetzt wirklich nochmal laufen möchte. Jetzt können wir mir vielleicht vorwerfen, dass ich da ein Weichei war oder da hätte einfach die Zähne zusammenbeißen müssen. Stelle ich mir in der Tat auch selber die Frage, aber ich hoffe mittlerweile beurteilen zu können, ob das normal anstrengend ist oder überdurchschnittlich anstrengend für mich. Und ich hatte jetzt keine Lust, dass ich dann meinen Körper überanstrenge und dann, ich weiß nicht, die Erkältung vielleicht wieder ausbricht oder ich dann die nächsten zwei Wochen krank werde dadurch. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Es ist total schade. Ich war auch super enttäuscht. Einfach weil das war jetzt das große Ziel, worauf man sich jetzt seit Anfang des Jahres vorbereitet hat. Und ich habe so halb im Scherz gesagt danach, ich hänge das Laufen an den Nagel und werde dick. Da hat man mehr von, da muss man sich nicht so selbst kasteien und kann essen, was man möchte. Und naja, war natürlich nur ein Scherz. Auch wenn es verlockend ist. Ja, woran hat es gelegen? Die Melanie hat ja immer gesagt, es gibt nur zwei Gründe, warum man Marathon nicht finisht. Das erste ist Überpacing, das zweite ist falsche Ernährung. Ich glaube, der dritte Grund war, ich war noch nicht fit und es war zu warm. Also war zu warm, ist dann vielleicht eine andere Kombination von zu schnell gelaufen. Richtig ernährt, ich glaube schon, dass ich mich richtig ernährt habe. Ich habe alle
alle paar, an jedem Versorgungsstand hier so ein Gel mit dabei gehabt. Ich habe die Schweden-Tabletten natürlich zu Hause vergessen, aber der Rainer war so nett, hat mir auf dem Läufermarkt noch von Powerbar Elektrolyte gekauft. Was sehr gut war, es gab bei den Versorgungsständen das Wasser nicht im Trinkbecher wie sonst oft, sondern in kleinen Wasserflaschen. Dadurch konnte man viel besser daraus trinken und konnte sich das auch ein bisschen einteilen. Ich habe teilweise zwei mitgenommen, denn es war tatsächlich sehr, sehr, sehr warm. Also die ersten 10 Kilometer sind wir um 9 erst losgelaufen, aber die Sonne hat da echt schon richtig geknallt. Wenn man da in der Sonne gelaufen ist, das war schon übelst warm. Die zweiten 10 Kilometer gingen durch die Altstadt. Da ging es halt auch ein wenig rauf und runter. Das war auch schon ein bisschen anstrengend. Dadurch war es dann schön schattig durch die engen Häuserschluchten. Das war eigentlich so ein positiver Aspekt in der Altstadt. Aber durch die Steigung war es dann da auch ein bisschen anstrengend. Überpaced. Ich habe meinen 3 Stunden 30 Pace-Läufer nicht gefunden. Das fand ich ein bisschen blöd organisiert. Ich habe als Zielzeit eigentlich 3 Stunden 30 angegeben gehabt bei der Anmeldung. Das heißt, ich hätte erwartet, ich bin noch in einem Startblock, wo der 3 Stunden 30 Pace-Läufer ist. Der war aber offenbar im Startblock vor mir. Und ja, das war ein bisschen blöd. Von daher bin ich so losgelaufen. Ich hatte ja kein Handy und nichts mit. Und war so ein bisschen orientierungslos, was die Zeit angeht. Dann hat mich irgendwann mein Kollege Lars von hinten eingeholt, der auch den Marathon laufen wollte, allerdings ein bisschen langsamer als ich. Das hat mich erst ein bisschen beunruhigt, aber der hat den Lauf um mit und hat gesagt, der läuft gerade irgendwie ein Pace von 4,50 oder sowas. Da habe ich gesagt, okay, wenn er mich von hinten einholt, ist ein bisschen weiter hinten gestartet, dann scheint mein Pacer irgendwo okay zu sein. Und ich blende mal hier meine Paces ein. Also auf den ersten Kilometern war ich auch noch deutlich unter 5 Kilometer pro Stunde. Und in der Kehre im Hafen, also die Strecke war ja 5 Kilometer in die eine Richtung, dann 5 Kilometer wieder zurück, sind uns die Pace-Läufer dann auch entgegengekommen. Wir haben die dann so langsam eingeholt. Also den 4 Stunden Pace-Läufer, was ja okay ist, weil ich ja einen schnelleren Pace als für 4 Stunden laufe. Und an den für 3,45 haben wir uns dann ganz langsam rangepirscht. Aber da war ich dann auch schon echt kaputt. Das heißt, meine 3 Stunden 30 Zielzeit habe ich schon relativ früh abgeschrieben, so nach 10, 11 Kilometern. Und dann habe ich den 3,45 Pace-Läufer in der Altstadt auch aus den Augen verloren, weil ich da einfach nicht mehr hinterhergekommen bin und habe in der Altstadt mit jedem Schritt gekämpft. Und dann habe ich mir wirklich am Ende gesagt, dass irgendwie steckt es heute nicht in mir drin. Ja, und so ist das jetzt. Was ich mit der Erkenntnis mache, weiß ich noch nicht. Ich war auch super enttäuscht danach. Da habe ich dann keine Lust auf gar nichts mehr gehabt. Mittlerweile geht es mir mental schon wieder besser. Und ja, ich habe jetzt leider keine Medaille, weil ich halt nicht durchs Ziel gelaufen bin. Ich hätte, glaube ich, jetzt so im Nachhinein, ich habe ja bei 20 Kilometer aufgegeben. Ich hätte auch noch die letzten paar Meter, weiß ich gar nicht, wäre das gegangen, durchs Ziel laufen können, mir dann die Halbmarathon-Medaille abholen können. Aber die liegen eh nur zu Hause rum. Also so schade ist es jetzt auch nicht. Ja, ansonsten haben wir nichts anderes gestern mehr gemacht, als hier an der Finca am Pool zu liegen und abends Tapas zu essen, lecker. Und damit geht der Besuch hier auf der Finca auf Mallorca leider zu Ende. Nicht ganz so erfolgreich, wie ich mir erhofft hatte, aber es waren trotzdem ein paar sehr schöne Tage mit den Kollegen zusammen. Und das ist ja eigentlich das, worauf es hier ankommt, wenn man das als Team-Event versteht. Entschuldigung. Weiter geht's am Mittwoch kommt der erste Vlog aus Darmstadt. Ich fahre am Dienstagabend nämlich nach Darmstadt zu einer Schulung und ich denke mal, dass dann Mittwoch da der erste Vlog schon kommt. Von daher würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Vielleicht auch direkt die Glocke anmachen, dass ihr die Benachrichtigung kriegt und wir sehen uns hoffentlich am Mittwoch. Tschüss!